Stichprobe. Wir haben von Anfang an gut zusammengearbeitet. Ich kenne eine Abkürzung übers Feld. Hey! Du machst das nie wieder. Nein, das kannst du deinen Freunden auch ausrichten. Wir hatten dieselben Wertvorstellungen. Und bei der ersten Versammlung des Eigentümervereins wählte man mich zum ersten und Rune zum zweiten Vorsitzenden. Eine kluge Entscheidung, wie wir fanden. Wir waren wohl beide überrascht, endlich einen Freund gefunden zu haben. Ich fahr nur mal kurz das Auto rein, okay? Bis wir diesen winzig kleinen Unterschied zwischen uns bemerkten. Fährst du Volvo? Ja. Was fährst du denn? Saab. Aha. Zuerst haben wir versucht, das nicht als Problem zu sehen und uns wie ganz normale Paare getroffen. Das ging auch eine Zeit lang ziemlich gut, solange wir uns Mühe gaben. Es ist ein Junge! Die Jahre vergingen. Der Kontakt wurde irgendwie lockerer. Und dann, ohne irgendeine Vorwarnung, hat der Arsch mich aus dem Eigentümerverein herausgeputscht. Ich war so verflucht wütend auf ihn, dass ich auf der Stelle losging und mir einen Saab 9000 kaufte. CS. Rune hat daraufhin einen Volvo 960 Executive gekauft. Irgendwann war ihr Junge groß geworden und beschloss plötzlich, nach Amerika auszuwandern. Ich glaube, sie haben ihn danach kaum noch gesehen. Ich hatte mir gerade den neuen Saab 9.5 angesehen, als ich schließlich dachte, jetzt muss endlich Schluss sein mit dem alten Groll. Jetzt müssen wir mal wieder miteinander reden. Hallo, ich habe irgendwie nachgedacht und ist es nicht an der Zeit, dass wir den alten Ärger endlich mal hinter uns lassen? Na klar, wir sind doch alte Freunde. Und dann passierte es. Willst du meinen neuen Wagen mal sehen? BMW. Ich drehte mich um und ging nach Hause. Rune hatte sich aufgegeben. Was ist denn? Man kann doch nicht sein ganzes Leben lang Volvo fahren. Das war der endgültige Verrat. In diesem Wohngebiet sind keine Autos erlaubt. Sie können wohl keine schwedischen Schilder lesen. Doch, das kann ich, aber sind Sie blind? Ich sitze doch nicht am Steuer. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Köter hier nicht mehr hinpinkelt. Hör nicht auf den bösen alten Mann, Prinz. Anders, hast du gesehen, was der Alte gemacht hat? Lassen Sie den Hund in Ruhe. Das ist kein Hund. Für mich ist das ein Winterstiefel mit Augen. Du hast meinen Gartenschlauch seit dem 27. August. Ich brauch den jetzt. Willst du jetzt gießen im März? Kümmer du dich um deinen Garten und ich mich um meinen. Was für ein Problem hast du eigentlich, Uwe? Ich weiß es. Du bist ein unglaublicher Pedant. Wahnsinn, dem sein Leben zu retten. Dessen Leben. Dessen Leben zu retten heißt es. Du fehlst mir. Sich das Leben zu nehmen ist gar nicht so einfach. Möchtest du meine Frau werden? Ja! Was? Ja, das möchte ich! Es ist doch wirklich verrückt, wie schlecht du im Sterben bist. Also weißt du, ich habe nachgedacht. Gib nicht so an.